Hier eine Aufgabe zum Thema Selbstkosten. Die Aufgabe sieht folgendermaßen aus. Die Kahn GmbH bot ein Bauteil, das auf dem Markt für 240 Euro verkauft werden kann. Pro Bauteil fallen folgende Kosten an: 38 Euro Fertigungslohnkosten, 30,60 € Material-Einzelkosten, 1,90 € für eine Spezialverpackung. Die Gemeinkostenzuschlagsätze sind mit 15% Materialgemeinkostenzuschlagsatz, 215% Fertigungsgemeinkostenzuschlagsatz, 21% Verwaltungsgemeinkostenzuschlagsatz und 14% Vertriebsgemeinkostenzuschlagsatz gegeben. Alle, die die Aufgabe nun lösen wollen, können das Video hier stoppen. Mit allen anderen gehe ich jetzt der Frage nach: Ermitteln Sie den Stückgewinn und den realisierten Gewinnzuschlag? In diesem Fall gehe ich her, ich schreibe mir die Material-Einzelkosten auf, nehme dann den Prozentsatz, den Zuschlagsatz und errechne mir so die Materialkosten. Dann nehme ich die Fertigungslöhne und ihren Zuschlagsatz. Das ergibt die Fertigungskosten. Die Materialkosten plus die Fertigungskosten ergeben die Herstellungskosten. Und dann komme ich mit den Verwaltungs-Gemeinkostenzuschlagsätzen und dem Vertriebsgemeinkostenzuschlagsatz auf diese beiden Werte. Ausgangspunkt sind die Herstellungskosten. Dann habe ich noch die Sondereinzelkosten des Vertriebes zu berücksichtigen und ich errechne mir 211 Euro Selbstkosten. Der Verkaufspreis war mit 240 Euro gegeben. Dementsprechend mache ich einen Gewinn von 29 Euro und diese 29 Euro ins Verhältnis zu 211 Euro sind dann die 13,74% Gewinnzuschlag.